weil heute ist kein Arbeitstag, heute ist Freitag! Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sind wir hier nicht nur als Angestellte im öffentlichen Dienst, sondern als die Menschen, die täglich mehr leisten, als erwartet wird. Wir tragen die Verantwortung für das Wohlergehen unserer Gemeinschaft und arbeiten oft unter Bedingungen, die weit über das hinausgehen, über das Maß des Zumutbaren hinausgehen. Aber auch bei der Arbeit gilt, zusammen geht mehr. Schaut um euch. Wir stehen hier nicht nur oder gehen nicht nur, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern, sondern um auch auf die Überlast aufmerksam zu machen, die wir auf der täglichen Arbeit erleben. Überstunden sind zur Regel geworden. Wir sind mehr als nur Zahlen auf einem Zeiterfassungsbogen oder Dienstplan. Wir sind Menschen, die ihre Zeit und Energie investieren, damit der öffentliche Dienst funktioniert. Denn zusammen geht mehr. Wie kommt es zu der Überlast? Der Mangel an Fachkräften ist nicht nur eine Statistik. Wir spüren das täglich als Stressfaktor, der nicht nur uns, sondern all die Menschen, für die wir Leistungen erbringen, spüren. Wir kompensieren diesen Mangel selbstlos, während wir von allen Seiten gefordert werden. Jedoch ohne die Unterstützung und Anerkennung, die wir verdienen. Und was ist mit Entwicklungsmöglichkeiten? Wo sind die Karrierewege, die uns Perspektiven und Hoffnung auf eine erfüllende Zukunft im öffentlichen Dienst bieten? Viele von uns fühlen sich gefangen in einem System, das oft mehr Versprechungen macht, als es halten kann. Individuell wäre die Antwort Kündigung. Doch wir sind hier, weil wir wissen, zusammen geht mehr. Sehr schön. Heute stehen wir nicht nur oder gehen nicht nur für unsere eigenen Rechte, sondern auch für die Menschen, die auf uns zählen. Wir kämpfen nicht nur für faire Löhne, sondern für Anerkennung, Wertschätzung und die Möglichkeit, eine erfüllende Karriere im öffentlichen Dienst zu machen. Denn zusammen geht mehr. Lasst uns gemeinsam für eine menschenwürdige Zukunft im öffentlichen Dienst in Berlin kämpfen. Unsere Arbeit verdient mehr als leere Versprechungen und herabschätzende Äußerungen der Politikerinnen. Wir verdienen Respekt, Wertschätzung und die Gewissheit, dass wir nicht nur überleben, sondern leben können. Danke, dass ihr hier seid. Lasst uns solidarisch zusammenstehen und für eine Zukunft kämpfen, die uns mit Freude erfüllt. Denn zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr! Viermal. Vielen Dank, Holger! Vielen Dank euch allen! Wir sind heute hier im Rahmen der Tarifrunde. Auf die Köpfe!